Moin ihr Sweethearts! In der heutigen Episode von The Next Big Thing sprechen wir über das französische Sturmtalent Amine Gouiri von OGC Nizza. Bevor es losgeht, lass gern ein kostenloses Abo da, um mich zu unterstützen. Es kostet dich nur 2 Sekunden, aber würde mir echt weiterhelfen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Amine Ferit Gouiri wurde am 16. Februar 2000 in Bourgogne-Jallieu geboren und ist der Sohn algerischer Eltern. Er begann 2007 in einem Vorort von Lyon im Verein FC Isle d'Abeur mit dem Fußball. Die Aussprache ist kompletter Much, ich weiß, ihr wisst das, mein Französisch. Bad. 2011 wechselte er nach 4 Spielzeiten zum FC Bourgogne-Jallieu, einem Partnerverein von Olympique Lyon. In der Saison 2013-2014 schaffte er dann schließlich den Sprung zu Olympique Lyon und setzte seine Ausbildung in verschiedenen Jugendmannschaften dort fort. Gouiri, der schon früh international umworben wurde, saß am 10. September 2016 in einem Ligue 1-Spiel gegen Girondins Bordeaux für Lyon auf der Bank und debütierte im Alter von 17 Jahren für Lyons B-Mannschaft. Er gab sein Debüt am 19. November 2017 bei einem 0:0 Unentschieden gegen Montpellier, als er in der 73. Minute für Tanguy Ndombele eingewechselt wurde. Im August 2018 erlitt er einen Kreuzbandriss. Im Januar 2019 verlängerte er den Vertrag mit Lyon bis 2022. Zu Beginn der Saison 2020-2021 wechselte Gouiri für 7 Millionen zum Ligakonkurrenten OGC Nizza. In seiner Debütsaison für Nizza konnte er in 41 Einsätzen 16 Tore und 8 Assists beisteuern. In der aktuellen Saison stehen schon 6 Tore und 4 Torvorlagen in 13 Spielen zu Buche. Damit ist Gouiri maßgeblich mitverantwortlich für den aktuellen 3. Platz in der Liga. Doch was macht Gouiri so gut? Als erstes springt bei Amine Gouiri wohl seine hervorragende Technik hervor. Seine Ballbehandlung ist überragend und auch spektakulär. Dazu ist er gefährlich bei Standards, sprich er ist ein guter Elfmeter- und Freistoßschütze und für einen Offensivspieler hat er ein phänomenales Pressing und in meinen Augen für die Mitspieler. Für mich ist Gouiri der perfekte zweite Stürmer und passt perfekt in eine Doppelspitze, gepaart mit einem klassischen Neuner am besten. Ich finde es schwer, jetzt irgendwelche Vergleiche zu ziehen, aber als Spielertyp würde ich ihn als einen wendigeren Lautaro Martinez beschreiben. Der Junge ist wirklich unglaublich und wird sicher bald auch bei einigen großen Clubs gehandelt werden. Amine Gouiri ist the next big thing. Und das war's auch schon mit der heutigen Episode von The Next Big Thing. Schreibt gern eure Meinung zu Amine Gouiri in die Kommentare und lasst gern eine positive Wertung auf dem Video da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.